Sie ist leer. Meine Fastentüte ist leer. Wow, 40 Tage sind vergangen. Es war eine ganz schön lange Zeit, ihr Lieben. Tja, wie es euch ergangen ist, das würde uns echt doll interessieren. Was wir erlebt haben, das teilen wir euch gleich mit. Aber was ist eigentlich bei Jesus alles passiert zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag? Eine ganze Menge. Und darüber wollen wir euch heute berichten. Hallo! Na, wie erging es euch in den 7 Fastenwochen? Also für mich war das total schwer. Ich nahm mir felsenfest vor, jeden Tag positiv zu denken. Oh je, gleich am ersten Morgen, als der Wecker klingelte, schimpfte ich im Halbschlaf über diese ungemütliche Weckung. Ein paar Tage später fiel dann sehr viel Schnee, sodass es auf den Straßen glatt wurde und ich mit dem Auto rutschte. Wie vorherzusehen, schimpfte ich natürlich. Dann dachte ich mir, okay, nach 2 Wochen kann man ja zwischendurch mal wechseln. Wenn das positive Denken gerade nicht klappt, dann probiere ich es vielleicht einmal mit Verzicht auf Schokolade. Das ist ja auch nicht verkehrt. Was ich allerdings nicht bedachte, war mein Geburtstag. Ich bekam total viel Süßes für die Nerven und hatte das Gefühl, alle machen das Gleiche wie ich und verschenken noch schnell ihre Schokolade. Aber wenn man so viel leckere Süßigkeiten bekommt, dann gibt man diese Fastenidee sehr schnell auf. Die Schokolade ist ja so lecker. Und wenn ich daran denke, tropft mir schon der Zahn. Die Süßigkeiten könnten ja auch schlecht werden. Ihr könnt euch bestimmt denken, dass ich dieses Fasten nun auch wieder abwählte. Aber was nun? Irgendetwas wollte ich doch bis zum Ende durchhalten. So entschloss ich mich, öfters ein Lächeln im Gesicht zu haben, nicht ganz so viel Süßes zu essen und positiv zu denken. Also, wenn das eine nicht klappt, dann nehme ich eben das andere. Psst. Ich glaube, ich mogelte ein bisschen durch die Fastenzeit. Aber falls es euch auch so ging, ist das nicht so schlimm. Denn immerhin versucht wir es immer und das ist das Wichtigste. Aber Kopf hoch, vielleicht schaffen wir es das nächste Mal. Hallo ihr Lieben, 40 Tage sind vorbei. Die Fastenzeit ist zu Ende. Eigentlich ging es ganz schön schnell, wenn ich es so zurückblickend beobachte. Ja, ich hatte mir nicht vorgenommen, auf Süßigkeiten zu verzichten. Auch nicht auf Eis. Ich kenne mich und ich weiß, ich hätte es nicht geschafft. Ich habe es nämlich in den letzten Jahren schon mehrfach versucht und es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Aber ich wollte etwas tun. Und zwar für mich. Ich wollte mehr für mich tun und mich mehr bewegen. Also beschloss ich, das Ziel 10.000 Schritte festzuhalten. Und es lief eigentlich ganz gut. Mit diesen Uhren kann man das ganz gut kontrollieren. Meine Familie fand es eigentlich auch nicht schlecht. Sie liefen mit. Nicht jeden Tag, aber hin und wieder. Und wir hatten Zeit. Wir konnten uns unterhalten. Es entstanden schöne Gespräche. War wirklich gut. Ja, und dann kam es natürlich anders. Irgendwie ist es wie verhext gewesen. Aber als ich an einem Montag arbeiten war, erhielt ich einen Anruf und mir wurde mitgeteilt, Sie fahren jetzt bitte sofort nach Hause und bleiben dort mit Ihrer Familie 14 Tage. Ein Quarantänebescheid flatterte also ins Haus. Wir mussten alle 5 zu Hause bleiben. Nichts mit 10.000 Schritte am Tag. Das war ziemlich nervig und anstrengend. Gut, ich hätte die Treppe hoch und runter gehen können, aber irgendwie machte das für mich keinen Sinn. Was sollte ich also tun? Ich wollte doch mehr für mich tun und für meine Familie Zeit haben. Ich suchte mir YouTube-Videos raus. Hin und wieder machte einer mit, aber irgendwie fanden sie es dämlich. Doch ich zog es durch, auch wenn es manchmal wirklich albern aussah und ich mich nicht hätte beobachten wollen. Aber ich habe durchgehalten, ich habe es geschafft.
Und nachdem die Quarantäne beendet war, zogen wir sofort wieder los. Es war eigentlich eine schöne Zeit. Und ich hoffe, wir beschränken sie nicht nur auf die 40 Tage, sondern wir machen weiter. Denn gute Vorsätze soll man ja eigentlich nicht, wenn das Jahr zu Ende ist oder die Fastenzeit zu Ende ist, gleich wieder über Bord werfen. Also, ich hoffe, euch ist es auch gut ergangen in der Fastenzeit und ihr habt tolle Dinge erleben können. Vielleicht habt ihr es ja geschafft, auf etwas zu verzichten. Vielleicht habt ihr es geschafft, jeden Tag einem Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das ist mein Vorsatz für nächstes Jahr. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Obwohl Jesus wusste, dass sich seine Zeit auf Erden dem Ende zuneigte, beschloss er, mit seinen Jüngern nach Jerusalem zu gehen und dort das Passafest zu feiern. Auf dem Rücken eines Esels ritt er in die Stadt. Menschen standen zu beiden Seiten der Straße. Es war, als hielt ein König Einzug. Sie warfen ihre Tücher zu Boden und säumten seinen Weg mit Palmwedeln.
Jesu Einzug in Jerusalem. Ein Esel trägt ihn durch das Stadttor hinein. Es ist Jesus. Er reitet in Jerusalem ein. Die Menschen stehen und jubeln ihn zu. Sie rufen: Hosianna, und groß bist du. Mit Palmenzweigen zum Gruß und zur Ehr. Durch die Mengen zu reiten, war ganz schön schwer. Zum Gottesdienst feiern wir Palmensonntag heut. Feiert alle mit und freut euch, ihr Leut. Gott selber segnet unsere Palmbunde hier. Lasst uns rufen: Hosianna, wir danken dir. Viele Christen feiern am Gründonnerstag in ihrer Kirche einen besonderen Gottesdienst. Zu ihm gehört natürlich auch die Geschichte vom letzten Abendmahl mit Jesus und seinen Jüngern. Zu Jesu Zeiten war es üblich, dass man, wie heute, gewaschen zu einem Fest kam. Damals trugen die Menschen offene Sandalen. Dadurch waren die Füße immer staubig. Und so war es die Aufgabe der Diener oder Sklaven im Haus, die Füße der Gäste zu waschen. Eine unbeliebte Arbeit. Jesus kam mit seinen Jüngern zum Speisesaal. Als sie aber die Schüssel und den Wasserkrug sahen, wunderten sie sich: Wo ist denn der Diener, der ihnen die Füße wäscht? Es gab hier keinen Diener. Sollten sie etwa die Schmutzarbeit selber tun? Unmöglich, sagten sie. Da stand Jesus vom Tisch auf. Er sagte kein Wort. Er band sich ein Tuch um, goss Wasser in die Schüssel, trug sie zu den Jüngern, beugte sich zu ihnen herab und fing an, ihnen die Füße zu waschen. Und Jesus fuhr fort und wusch allen Jüngern die Füße. Ich möchte dir heute mal die Füße waschen vor dem Essen. Das haben die damals bei dem Herrn Jesus auch so gemacht. Weißt du, warum die das gemacht haben? Nein. Die hatten damals noch keine schönen Straßen. Die waren alle ganz alt und schmutzig, die Straßen. Da gab es keinen Teer wie bei uns oder keine Pflastersteine. Und weißt du, wie dann die Füße von den Menschen aussahen? Dreckig. Genau. Und die hatten auch keine schönen Schuhe wie wir, sondern Sandalen. Und dann hat man überall hier den ganzen Dreck gesehen. Und wenn die sich zum Mittagessen hingesetzt haben, dann war das ganz schön eklig. Stell dir mal vor, einer setzt sich neben dich und hat totale stinke, dreckige Hufe. Würdest du da gerne Mittagessen wollen? Nein. Das ist eklig, oder? Ja. Und damals hat man die Füße gewaschen, bevor man gegessen hat. Ich wasche dir heute auch mal die Füße, bevor wir essen. Auch wenn wir schöne Straßen heute haben und wenn wir schöne Schuhe haben. Aber wir können ja trotzdem mal die Füße waschen. Ich glaube, die sind schön sauber jetzt. Was denkst du? Zeig mal. Sind sie sauber? Ja. Den anderen? Du hast lustige Füße. Cool. Ich glaube, jetzt können wir essen. Am Abend saß Jesus mit seinen Jüngern gemeinsam am Tisch zum Essen. Er sagte: Ich werde bald sterben. Dies ist das letzte Abendmahl mit euch. Seid nicht traurig, denn ich werde bald wieder lebendig werden. Er dankte Gott für das Essen und segnete es. Er teilte das Brot und gab ihnen einen Krug voll Wein und sagte zu ihnen: Macht es genauso, wenn ich nicht mehr bei euch bin. Ich bin dann bei Gott und ihr seht mich nicht mehr. Aber ich bin trotzdem immer bei euch. Nach dem Abendmahl ging Jesus mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane, um dort zu beten. Als sie dort ankamen, sagte der Erlöser zu ihnen: Ihr werdet mich alle in dieser Nacht verlassen. Da entgegnete Petrus: Selbst wenn alle dich verlassen, mein Herr, ich werde es nicht tun. Und Jesus antwortete: Petrus, ich sage dir, noch in dieser Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.
Jesus wusste, dass er bald sterben würde und hatte plötzlich schreckliche Angst. Er betete zu Gott: Lieber Vater, lass mich nicht allein. Bitte hilf mir und mach mich stark. Danach war er ganz ruhig und nicht mehr ängstlich. Er wusste, dass Gott bei ihm war. Die Straßen Jerusalems wimmelten von Menschen, als Jesus zum Kalvarienberg aufbrach. Dort wurden immer die Todesurteile verstreckt. Jesus hatte schwer an dem großen, hölzernen Kreuz zu tragen. Und er war geschwächt von den Wunden, die ihm die Soldaten zugefügt hatten. So kam er nur langsam voran. Manche beschimpften ihn, andere sahen ihn nur schweigend an. Zwei Frauen, die sahen, wie erschöpft er war, weinten um ihn. Am Abend bedeckte sich der Himmel mit schwarzen Wolken, die Erde bebte und die Berge erzitterten. Im Tempel riss der schwere Vorhang mitten entzwei, obwohl niemand ihn auch nur berührt hatte. Alle, die es erfuhren, fürchteten sich sehr. Jesus war gestorben. Am Abend kamen Freunde von Jesus und nahmen ihn vom Kreuz. Sie wickelten ihn in weiße Tücher. Dann trugen sie Jesus vorsichtig in eine Höhle. Vor die Höhle rollten sie einen großen, schweren Stein. Die Freunde waren sehr traurig, da sie Jesus sehr vermissten. Sie hatten vergessen, dass er gesagt hätte: Ich werde sterben, aber ich werde am dritten Tag wieder lebendig werden. Drei Tage später ging Maria Magdalena mit einer Freundin zu dem Grab, um dort zu beten. Zu ihrer Verwunderung fanden sie es offen vor. Als sie hineinblickten, sahen sie, dass der Leichnam Jesu verschwunden war. Nur das Leichentuch war zurückgeblieben. Später betete Maria Magdalena alleine am Grab. Sie war so durcheinander und traurig, dass sie anfing zu weinen. »Wo ist nur mein Herr? Wo haben Sie ihn hingebracht?« weinte sie. Plötzlich verspürte sie eine tröstende Hand auf der Schulter und eine Stimme fragte leise: »Warum weinst du so?« »Weil sie meinen Herrn weggebracht haben«, antwortete sie. »Maria, erkennst du mich nicht?« fragte die Stimme. »Ich bin es.« Maria drehte sich um und sah voller Verwunderung Jesus an ihrer Seite stehen. Osterspiele-Spaß. Macht mit beim Osterspiele-Spaß. Die Finger erzählen dir was. Ein Osterhase oder zwei. Und na klar, ein Osterei. Ein Osternest im grünen Grase. Osterglocken in der Vase. Und ein Kreuz für Jesus Christ, der für uns gestorben ist. Die Glocken in der Osternacht rufen, Jesus ist erwacht und scheint die Osterkerze klar. Dann ist Ostern wirklich wahr. Mit den Spielen ist jetzt Schluss, weil ich Eier suchen muss. Wir hoffen, wir konnten euch das Ostergeschehen ein Stück näher bringen. 5 Tage, in denen viel geschah. Heute feiern wir Ostersonntag. Und falls ihr nach der Ostereiersuche noch Lust auf ein wenig Kreatives habt, dann haben wir jetzt auch noch eine kleine Bastelidee für euch. Frohe Ostern!
Hallo ihr lieben Kinder, ich möchte euch heute zeigen, wie man eine Boosterraupe bastelt. Mit dieser Raupe könnt ihr auch gerne ein Wettrennen mit euren Geschwistern, Eltern oder Großeltern oder auch mit euren Freunden veranstalten. Dazu braucht man eine Schere, Stifte, ein Trinkröhrchen und ein Stück Buntpapier 10 bis 15 cm lang. Ihr nehmt das Papier und faltet es einmal über die Reihen. Macht es auf und faltet es wieder. Und noch einmal zur Hälfte. Einmal umdrehen und wieder zur Hälfte zusammenfalten. Noch einmal zur Hälfte und zusammenklappen. Dann nehmt ihr euch die Schere und schneidet einen Halbkreis. Und macht sie wieder auf. Und schon ist sie fertig. Ich brauche jetzt noch ein Gesicht. Und dann kann es auch schon mit dem Trinkröhrchen losgehen. Yeah.